Moin Leute, was geht? Willkommen zur 10. Folge vom Star Wars Battlefront 2 Let's Play. Und rein in die Masse. Okay. Ja, okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Kommen wir hier leise durch? Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Geht das noch fertig? Bereich sich an Gegnerfight. Sind die Sturmgruppen nicht die hellsten? Ja. Ja. Noch nur ein bisschen mehr als drei Sturmgruppen. Nein, schade. Okay, gehen wir zum Hauptkanal. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Hey! Von wem ein Schuss? Mann, mein Teil geht nicht auf. Da oben rein, in bessere Position. Maul. Wofür ist Shrift da? Das ist einfach Dell 2.0 von Effizienz. Also jetzt wird ein bisschen komisch gelaufen. Haben wir es? Nicht tot. Schön. Haben wir gesichert? Ja. Wieso das Terminal safe? Ja. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Nee, ja, eigentlich nicht. Natürlich. Unautorisierte Eingabe entgegen ja. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Toll. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Oh, okay, neuer nee. Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Oh suchen nein. Einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Okay, wir müssen uns jetzt durchkämpfen. Passt den ganzen Spaß. Hä? Aber das ist nicht nur ein Scan. Ah. Du nervst. Ja, jo. Ja. Mich nicht, du Camper. Bereit,
Okay. Rein da. Lavasysteme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stadt. Oh, ich dachte, man kann da durch. Überflutungen zu vermeiden. Ja. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Ja. Ups. Wo hat das Schiff nochmal hin verfallen? Oh, ja. So, wir spielen jetzt von hier hinten, die sehen dann eh. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Oder müssen sich die Distanz nicht auf das Ding. Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Gibt es überhaupt einen Plan? Jo, wie warm das ist. Ist ja nur ein bisschen da, aber ne? So. Die ist ja nicht warm. Sehen, was das ist. Die ist eigentlich kalt. Ja. Einfach mal Systeme abschalten, genau. Wo sind die? Die irgendwo war schon. Direkt am Abpumpe? Nö, da ist nur ein altmodisches Ventil. Ups. Ups. Ich glaube, das war falsch. Problem gelöst. Die müsste aufgehen. Komm, geh auf. Ja, danke. Leute, haut ab. Ich bin wahnsinnig. Rennt um euer Leben. Sie fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava? Ja. Was ist mit den Waffen? Halten will sie für die Republik. Ich entschuldige mich schon. Ja. Diese Waffen sind nichts für sie. Der Regel. Verpiss dich! Mann, geht nach Hause, ihr Vollidioten! Rennt! Verbrennt. Auch dadurch. Huch. Ja. Ja, keine Ahnung, warum die aus. Verpisst euch! Na, wir fliegen gemeinsam. Gute Idee. Oder auch nicht. Geht nach Hause! Komm mal! Boah, die lässt sich einfach am Lava verrecken da unten, ganz ehrlich. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, ja, müsste ich rüberkommen. Das hier? Oder doch da unten. Mal. Ja, Hauptsache, der macht was. Oh, der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Dann hier. Ich hab keine Zeit für sowas.
so. Alter, das war einfach Minecraft-Lava-Sound. Das sollte reichen. Schwef, Renn. Hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten nach unten. Fließband. Ja, die ganze Fabrik Hören ist Sie, hoch. Ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Oh. Rutsch rüber, ich werde fahren. Oh nein. Wird bestimmt lustig. Ja, weil ich nicht auf den Hintern hochgeht. Bringt sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alpen, wir sind bereit zur Abholung. Oh oh. Mit Vergnügen. Halt, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was Funktionsparameter angeht. Alten? Alten, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Ah ja. Wir haben schwere Schildverluste. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Oh, Radonium. Mann, lasst mich doch einfach. Oh Mann. Ich hab zu viel Schaden gehabt. Was soll ich tun? Sag Alpen, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alpen, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was Funktionsparameter angeht. Alten, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Okay, gut. Wollen wir deutlich mehr Leben als Grüne rein. Hier entkommt keiner. Die meisten Kampfläufer können nicht fliegen. Sterbe ich hier?
Bin ich froh, dass ihr es... Perfekt. Okay, Kumpel, danke. Siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Okay. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Boom. Oh, noch mehr Schiffchen. Und das viele Schiffe. Ganz viele Schiffe. Oh, wie viele Kreuzer hat die Flotte auf einmal hier? Karabas. Aber haben bald riesige Flotte. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Ja. Da, die Woher Korvus das nur kommt. Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Warum ist der Sound eigentlich bei Cutscenes viel schlechter als im eigentlichen Game? Lassen Sie gefälligst auf dem Schiff auf, ja? Ja, ein paar Kratzer vielleicht nicht reinhauen. Das hey, ist ich will, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Ja. Danke, deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Ja, der Droide einfach einen eigenen Platz hat. Einfach Special Anfertigung von X-Wing. Hey, das Schiff sollte doch ganz bleiben. Der arme Gonk-Droide. Der arme Gonk-Droide. Schillig, so starten wir uns zu gewöhnlichen Schiff. Bumm. Nicht der ermunterndste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Okay. Und Abfahrt. Oder eher gesagt, Flug. Da, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Wäre einfach. Jäger im Anflug. Holen Sie sie uns. Man drauf schießen könnte schon. Jäger zerstört. Tai zerstört. Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Truppen. Hilfe ist unterwegs, Captain. Da, die können nicht mal Schaden bekommen. Einfach schade, Game. Einfach Game-Logik, bitte. Du wirst mich so richtig machen. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen sie hin. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Triff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Wow, das war halt vorne zurückgelassen, sehe ich einen. Triff, geben Sie mir die Flotte. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es. Haben wir doch schon. Dann war's das Komm. Für ihn. Da, mehr imperiale
Boah, das könnte alle. Der ist zu schnell. Die Kampfläufer kommen immer noch. Gleich nochmal ein. Den AT-AT können wir noch nicht anvisieren. Was macht der da vorne? Stört mich nicht. So, was feiert der da auch? Weiter. Zurückfallen. Hier hin. Das ist unsere Chance. Und imperiale Verstärkung. Wir schaffen es. Ich bin da. Das ist die Corvus. Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. Jawohl. Alle Turbe aus. Sind da drauf, die übrig sind? Gut. Schön unsere Dings. Ey, dem Drüben geht's doch gut. Aber wir stehen, glaube ich, noch weiter vorne. Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Hä? Was ist das denn da abgestürzt? Das... Triff. Zurück zu den Schiffen. Ja, sehe ich auch so. Ab zu den Schiffen. Nö. Nö. Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Aber niemals. So. Rein in den X-Wing. Und Abflug. So Leute, ich beende dann die Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung für alle Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss.